Ja, da bin ich auch noch mal. Hallo YouTube. Und zwar gibt es eine kleine Neuigkeit, was den Felix aus Westhofen angeht. Und zwar hat dieser Felix aus Westhofen mich per YouTube angeschrieben. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, was er mir geschrieben hat. So, da sieht man das. Da steht auch Felix aus Westhofen vor 2 Tagen. Ich würde mich auch mal persönlich für meine Aktion entschuldigen. Ich bin wirklich ein Hund. Gebe es selber zu. Können wir uns bitte treffen? Ich. Warte, jetzt geht's weiter. So nochmal. Da steht, ich würde mich auch mal persönlich für meine Aktion entschuldigen. Ich bin wirklich ein Hund. Und gebe es selber zu. Können wir uns bitte treffen? Ich habe dich nur gehänselt, weil ich dich. Hä? Weil ich dich eigentlich lieb habe und dich nicht als besten Freund verlieren will. So, jetzt ist es aber so, wenn er mich nicht als besten Freund verlieren will, warum ruft er mich denn dann nicht einfach mal an? Ich habe ihm jetzt geantwortet, er soll mich mal bitte anrufen und ob er auch, und dann habe ich ihm auch noch geschrieben, ob wir wieder Freunde werden können. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er sich meldet. Das ist die einzige Neuigkeit, die ich jetzt, dass ich mal von Felix was gehört habe. Ich sage jetzt einfach mal so, wenn der Felix sich jetzt wieder mit mir anfreundet, dann verzichte ich natürlich auf das Schmerzensgeld. Das ist klar. Also das kann ich auch mal so sagen. Wenn der Felix sich jetzt wieder mit mir anfreundet und der mich nicht mehr ärgert, dann verzichte ich auch auf das Schmerzensgeld. Dann verzichte ich da drauf. Ich kann natürlich nichts dagegen tun, dass das jetzt noch zur Verhandlung kommt, weil ich, wie gesagt, ich habe ja Widerspruch gegen die Einstellung eingelegt. Und wenn die das wieder aufnehmen, wird das zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Aber selbst wenn das so weit kommt und der Felix hat sich bis dahin wieder mit mir angefreundet, dann kann ich ja immer noch vor Gericht sagen, der Felix hat sich wieder mit mir angefreundet, der hat sich entschuldigt und das kann ich ja dann alles sagen. Aber wenn der Felix sich wieder mit mir anfreundet, dann verzichte ich auf das Schmerzensgeld. Das steht jetzt schon fest. Das wollte ich auch mal eben mitteilen. Aber dann muss der Felix auch natürlich die Zeit, wo er jetzt nichts mit mir gemacht hat, nachholen. Und auch mal mich besuchen kommen, die Fahrradtouren noch mit mir machen und alles. Und das ist ja nichts Schlimmes. Nur ich hoffe einfach, dass er sich jetzt mal meldet. Der hat ja meine Nummer, der kann mich ja anrufen. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.